Heute möchte ich eine Frage von Therese beantworten. Sie schreibt: Hallo Silke, ich bin Theresa und 22 Jahre alt. Ich gucke fast immer die Sendung Secret Eaters und habe da mal eine Frage. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich wiege momentan ca. 85 Kilo bei einer Größe von 1,67. Das ist viel zu viel. Ich habe schon eine Ernährungsberatung aufgesucht, mache viel Sport und ernähre mich gesünder. Allerdings nehme ich nicht ab. Mein Umfang verringert sich aber auch nicht. Es tut sich nichts und ich kann mir das nicht erklären. Mittlerweile leide ich darunter, dass ich so viel wiege. Ich freue mich, wenn Sie mir antworten und mir helfen können. Mit freundlichen Grüßen, Therese. So, jetzt hast du ja geschrieben, dass du Secret Eaters guckst. Und da war es immer so, dass die Leute, wenn ich da ankam, gesagt haben, ich esse gar nicht so viel. Ich esse wirklich nicht viel. Ich kenne alle Diäten. Ich habe schon das und jenes gemacht. Und ich esse auch schon die fettfreie Milch oder trinke die oder mache das oder jenes. Und Süßigkeiten gibt es gar nicht so viel bei uns. Und du hast ja selber gesehen, und das war ja das Tolle an der Sendung, dass die Leute erst hinterher realisiert haben, wie viel sie wirklich essen. Und zwar, als wir sie damit konfrontiert haben, was sie wirklich gegessen haben die ganzen Tage. Und du sagst ja, du hast schon eine Ernährungsberatung aufgesucht, aber leider tut sich nichts. Du isst aber schon gesünder. Das ist ja schon mal toll, wenn du jetzt sagst, ich esse mehr Gemüse und mehr Obst, dann ist das natürlich schön. Das ist schon mal das Erste, mal schon mal beide Daumen hoch. Aber wichtig ist ja, wie viel isst du jetzt wirklich an Kalorien am Tag? Und deshalb würde ich dir vorschlagen, guck du erst mal, was du wirklich isst. Schreib dir das alles auf oder hol dir eine App, die du runterladen kannst. Oder du kannst auch im Internet schauen, da gibt es solche Sachen. Und dann mal schauen, wie viel isst du wirklich. Im Endeffekt machst du das jetzt alleine, was wir mit den Leuten von Secret Eaters gemacht haben. Schauen, was isst du, alles aufschreiben, dann schauen, wie viel Kalorien du isst. Und wenn du mit deinem Gewicht bei 3000 oder 3500 oder 4000 bist, dann isst du einfach zu viel. Also das Erste, was du machen musst, du schreibst jetzt mal auf, was du isst. Und danach kannst du direkt sehen, woran es liegt. Wenn du wirklich unter 1500 zum Beispiel liest, aber da musst du wirklich ganz, ganz ehrlich sein, dann würde ich an deiner Stelle wirklich mal zum Arzt gehen. Vielleicht hast du ja irgendein Schilddrüsenproblem oder so. Dann kann das wirklich schon mal sein. Dann musst du richtig eingestellt werden und dann klappt das auch besser mit dem Abnehmen. Aber wirklich erst mal schauen, was isst du wirklich? Wie viel Kalorien isst du? Und wenn du da wirklich unter 1500 bist, dann bitte nochmal zum Arzt und lass dich mal durchchecken, ob mit deinen Hormonen alles in Ordnung ist. Und ich glaube, dann bist du auch schon mal einen Schritt weiter wieder. Ich drücke dir beide Daumen.